Ist Lukas eigentlich jetzt dauerhaft weg? Ich frage nur mal, so, ob ich sicher sein kann. Ja. Der kommt nie wieder? Ich denke. Das kann ich dir nicht verraten. Kann einer dafür sorgen, dass er nie wiederkommt? Nein. Ja, ich sperre ihn kurz mal für. Also das wäre besser gekommen, wenn Gisel gesagt hätte, er sperrt ihn unten bei sich im Keller ein. Das hätte ich mehr geglaubt. Ja, aber ich wäre nicht hier auf dem Server. Da muss ich ihn auch noch auf Steam, auf WhatsApp, im Telefonbuch. Im Telefonbuch? Ja, in deinem Telefonbuch, ja. In deinem Telefonbuch blocken. Ansonsten kann der dich ja noch überall anrufen. Oder halt anschreiben. So, ich glaube, das ist das letzte Match für heute. Drei Fraktionen. Nein. Wow. Ich, es lädt, okay. Okay, es ist eine Verteidigung. Das ist ja, es lädt, okay. Aha. Ja, ihr habt diesen, ich weiß nicht, wenn ich die Vorschau anmache, dann eskaliert meine Karte total. Nö. Mir eskaliert da gar nichts. Mit diesem Frontverlauf, das eskaliert bei mir exorbitant. Bei mir nippelt da halb immer fast der komplette Rechner ab, weil die ganze Animation im Prinzip mit den Städten, die in Konflikt sind, die haben so kleine Flammen, die werden bei mir alle angezeigt und total übereinander und es buggt einfach nur. Das ist schön. Ich bin gleich wieder da. Jo. Du brauchst auch nicht wiederkommen, das ist was schon. Arschloch. Okay, komm wieder doch. Ich freue mich doch, wenn du wieder da bist. Man hört nur ein Arschloch. Arschloch. Ich glaube, ich starte mal gerade kurz Discord neu, weil irgendwie nippelt das bei mir total ab. Genau. Discord, gut. Arschkratzer. Arschkratzer. Sehr gut. Das ist wie gestern mit deinen Erdbeeren. Jeder normale isst Erdbeeren geräuschlos. Bei dir knuspert's. Es knistert und knirscht, weil der Junge sich alles mit Zucker zubombt. Ich habe wegen dir wahrscheinlich gefühlt die Hälfte vom Film nicht mitgekriegt. Ab dem Punkt, wo du die Erdbeeren hattest. Dass die anderen das nicht abgefuckt hat, das wundert mich noch ein bisschen mehr. Ja, guck mal, da fragen sich die Leute, warum ich so dünn bin. Für die Aufnahme, der ist ein Strich in der Landschaft. Ich bin Lauch. Nein, das wäre eine Beleidigung für die echten Lauchs. Ey. Warum machst du echt nicht bei Germany's Next Topmodel mit? Zu viel Bart. Und zu wenig Brüste. Wir können jetzt so einen total schlimmen Clickbait-Titel machen. Sinning zeigt seine Bürste. Alle würden es falsch verstehen und denken, du zeigst deine, ne? Du weißt schon. Aber eigentlich müssten alle wissen, dass du nicht deine echten, ne, zeigst. Es ist verwirrend. Hast du denn eine Bürste, die du zeigen könntest? Eine Zahnbürste. Würdest du die zeigen? Für die Aufnahme? Sowas von. Boah, das können wir in den Titel schreiben. Nein. Disclaimer. Sinning zeigt seine Bürste. Okay, wenn du mal eine Freundin hast, dann machen wir den Disclaimer. Da machen wir. Sinnings Freundin zeigt seine Bürste. Also so in 10 Jahren können wir das machen. Okay, ich werde bestraft. Ein Panzer schießt auf mich. What was war der Bipod-Modus nochmal? Wenn du dich hinlegst, automatisch. Ansonsten, wenn du irgendwo eine Oberfläche hast, C, glaube ich. Oder V. C war es. C wie Bipod. Ich kann den hier. Ich brauche eine andere Ecke. Warum macht er unsere APCs kaputt? Stocki, warum machst du? Warum? Igorski, warum? Weil er einen Stock im Arsch hat. Das ist sein eigenes APC. Ich hab's live auf Aufnahme. Du bist ein Arschloch. Stocki, du bist eindeutig ein Arschloch. So, jetzt revanchiert sich der andere Kollege. Jetzt
TPS. Das ist typisch. Ey, ihr habt doch eine Macke, habt ihr doch. Yvonne ruft Alex. 197. Wenn ich ein Russe wäre, wäre das mein Name. Ivanov Alex. Ich glaube, das mit B1 rein. Ja, ich wollte gerade sagen, das geht recht gut. Bist du gerade mit Panzerbüchse unterwegs? Nein. Mit MG? Ja. Oh, wir haben schon eingenommen. Liebe Sue, lass mich in Ruhe. Danke. Genau, nimm das APC. Hast recht. Nimm Alex. Tschüssikowski, Ivanov. Aua. Ich könnte dich rein hypothetisch abholen. Ich hänge. Hypothetisch. Ich hänge wieder in diesen tollen Reto-Kuhlen. Geil, wo du nicht mehr rauskommst. Exakt. Ich komme dir sogar entgegengelaufen, ich bin sozial. Ich ergebe mich, ich hau ab. Obwohl, was? Wir können laufen. Lukas, schreibt mir gerade, eigentlich sollte ich beim Offi-Meeting dabei sein. Sagt der Junge, der selber vorhin noch saufen war, ne? Oh lol. Sinning, one shot. Und weg. One kill. Ich wollte gerade irgendeinen Spruch drauf bringen, aber ich hab's. Ja, wir können das mit dem One Shot, One Kill. No luck. Pure all skill. Oder all skill. All skill oder pure skill? All skill, glaube ich, ist es. Weißt du, du strampelst dir da einen ab mit dem MG. Wo ist eigentlich Gissen? Du wolltest was zu essen. Zum vierten Mal heute. Entschuldigung, zum dritten Mal, dass er uns das sagt, aber zum vierten Mal insgesamt, weil er schon mit Essen vor dem Rechner saß, als wir angefangen haben. Also, dass Leute denken, der ist ein Koloss von, der ist der Koloss von Kassel. Das ist nicht verwunderlich. Tschüss. So, denk, war schön, dich gekannt zu haben. Jo, ciao. Nee, er sucht gerade nach dir, er guckt in deine Richtung. Was macht der? Ist er ein bisschen retarded? Ihr werdet gleich Bekanntschaft machen, ihr beiden. Ich werde von was anderem her abgeschossen. Nicht vom Panzer. Ich komme hinterher. Hast du denn was gegen Panzer da? Nein. Warum läufst du dann zu dem Panzer? Weil es hier oben sehr schön ist. Da hast recht. Ich glaube, wir müssen noch ein Match machen. Ein kleines. Ah, Panzerchen haut ab. Panzerchen guckt in meine Richtung. Habt ihr das immer noch nicht gewonnen? Wir haben die eine Linie schon zugemacht. Ja. Ich liege direkt neben dir, Sinning, und ich sterbe. Schneller. Ach geil, ich hab einen G43. Wo kommt denn das her? Komisch. Warte, ich hol dich ab. Ich hole dich, ich bin sozial. Nee, hol mich nicht ab. Doch. Sie sehen Gissel. Ihr leibt und lebt. Er läuft und ist gleich tot. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Du hast verkackt. Ich hab dir. Taten Schmidt auf russischer Seite! Ich hab dir zu viel zugemutet, Gissel. Ich habe dir zu viel zugemutet. Scheiß Schmidt, ey. Oder zugetraut. Hi, Sinning. Hast du den gerade mit dem MG weggeschossen? Nein. Was macht ihr zwei Schaukelers da oben eigentlich? Ich umkreise ihn. Linie halten.
Sinning hat eine so große Schwerkraft, der ist so fett, der hat ein eigenes Schwerefeld. Ich kreise um ihn drum herum. Ey, hör auf! Ich melde dich. Was willst du denn jetzt hier? Scheiße! Immer melden, wenn du kannst. Feinde! Ich sieh's! Oh, oh, der Panzer guckt auf mich. Und wer ist denn alive? Der alle beschossen hat. Ja. Gissel, du fährst, ja. Ich Panzerabwehr. Okay. Du einverstanden? Ja. Sehr gut. Ja, auf der freien Fläche. Infanterist. Wir wollen Panzer jagen, ne? Los, schieß auf den scheiß Infanterist! Hab ich doch. Der Sturmgewehr. Ja. Warum hat er denn Sturmgewehr? Keine Ahnung, vermutlich, weil ich sie ihm geschenkt habe. Aber wo Infanterist? Nochmal. Nochmal. Ja, das ist der gleiche. Steigt doch aus. Nee, es ist nicht der gleiche. Das ist er. Ja, jetzt bräuchten wir Panzerabwehr. Hat nicht gereicht. Der war noch nicht angehittet. Können wir folgendes mal machen? Meine Maus hat gebackt. Ernsthaft, ich habe weiter auf den Boden geguckt. Er schießt mal hinten auf die Tanks. Links und rechts, die habe ich glaube ich noch nicht gehittet. Tank zerstört. Panzer zerstört? Nein. Scheiße, der kriegt dadurch noch ein bisschen Schaden. Ich dachte, das reicht. Guck mal, wie gehst du wieder da oben an Punkte ab am Absenken ist. Ja, oben rechts ist noch ein Schnieperer. Vor uns. Deswegen hast du den? Ja. Nein, hast du nicht! Nein, einen Panzerfahrer habe ich. Oh, ey, da wird halt die ganze Zeit gegen repariert. Und er lebt halt. Er ist putt. Am besten, also am effektivsten ist halt das, wenn der Typ einmal angehittet ist oder du noch einen Kollegen hast, dann ist meine Taktik am besten. Aber mehr als 6 kannst du auch jetzt nicht spontan mitnehmen. Dann wird ab da ein bisschen unlukrativ. Ja, das war jetzt zu kurz. Wärst du noch bei dem kleinen Match mit dabei? So ein Punkte-Match? Ja. Ja. Guck mal, liebe Community, was ich für euch alles rausleiere. Das ist absolutes Verhandlungsgeschick. Hast du jetzt gerade gelacht? Ja. Was war denn das? Das ist all dem unterhalten Infanterie. Wir machen mal Angriffsinfanterie. Das ist nur eine Line. Falls wir was finden. Ach, falls wir was finden. Das sollte eigentlich möglich sein. Warum haben die denn schon Moral verloren? Die haben noch keinmal gekämpft, haben schon Moral verloren. Was seid ihr denn für Larrys? Von ein bisschen laufen oder was? Unter deinem Kommando hätte ich auch schon längst die Moral verloren. Also ich bitte dich. Jungs, ihr greift da super an. 1000 Mann, davon sind vielleicht ein Viertel von mir. Ist eine gute Frage. Wir sind wahrscheinlich wirklich über die andere Front reingelaufen, was sie nicht tun sollten, und wurden dann zurückgeprescht, weil die Line gefallen ist. Weil meine Jungs können's einfach. Deine Jungs können's halt einfach. Das sind halt einfach Tiere. Zum Beispiel ist da der Jochen dabei. Oder der Pascal. Das sind gute Jungs. Das sind sehr gute Jungs. Das sind die Besten. Weißt du? Einer davon hat mir mal in Stalingrad damals das Leben gerettet, du. Seitdem schicke ich ihn erneut in irgendwelche Todeskämpfe, wo ich weiß, das ist ein Himmelfahrtskommando. Aber cool, das sind gute Jungs. Ja, schnell überspringen. Hat Gissel das eigentlich mitgekriegt? Ist er jetzt hier in dem Match drin? Weiß nicht. G-Man? Ja, bin ich.
Ich glaube, er hat ja gesagt. War das ein Ja? Ja, da, doch, das war ein Ja. Ja, das war, okay, das war ein Ja. Ich glaube, ich bin jetzt Fallschirmjäger. Ich bin auch Fallschirmschläger. Mach ich mit. Fallschirmschläger. Ja, das sind diese Fallschirmrockerbanden, die andauernd auf Leute losgehen, die Fallschirme haben. Und dann auf die Fallschirme schlagen. Du spannst dein Tuch nicht auf in unserer Stadt. So, Fallschirm. Will Gissel mitkommen? Fallschirmjäger. Ist Chima noch da? Ja. Der hat sich gemutet. Er kann halt unsere hässliche Stimme nicht mehr hören. Er hat sich gemutet. Das heißt nicht, er hört uns noch, aber er redet nicht mehr mit uns. Also er erträgt noch unsere Stimme, aber wir hören seine nicht mehr. Was natürlich sehr entgegenkommt, aber trotzdem. What the fuck? Sag mal, ist die Funktion immer noch, dass man, wenn man ganz knapp kurz irgendwo in den Fallschirm aufmacht, dass dann immer noch ausreicht? Dass was ausreicht? Dass du da nicht durch den Fallschirm stirbst. Ja. Das haben sie niemals umgeändert. Boah. Weißt du eigentlich, dass das FG42, ich hänge im Boden, auch 2 Fuß hat? Ja. Und dass das einzige Gewehr im ganzen Spiel ist, was man mit Scope und Bypass ausrüsten kann? Fahr weiter. Ich fahre nicht. Ich hab's vergessen. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Recoil doch deutlich besser, der Rückstoß. Fühlt sich echter irgendwie an. Und ein bisschen schwieriger zu handhaben. Oh, es ist schwieriger. Fallschirmjäger, 30 Sekunden. Schmiddy! Scheißschmidt. Ja, aber der macht ein bisschen Gegendruck, das ist ja nicht schlecht. Weil wir das Match auch direkt schon wieder gewinnen. Sinning, tut mir so ein bisschen leid, dass du da dann abgenippelt bist. Ja, furchtbar. 10 Sekunden bis zum Spawn des Fallschirmjägers. Alter, ich ficke deine Mutter, ne? Das wolltest du sagen. Genau das wollte ich sagen. Tschüss, Sinning, kommst zu spät. Ja, danke. Oh, too late, my fellow friend. Oh Gott. Verreck. Ich hoffe, du hast einen Medic. Nein. Komm her. Okay, war's schon langsam. Warum orderst du Granaten hier hoch? Lol, das. Oh oh. Er schmeißt Granaten oder guckt, 50 Sekunden muss ich warten, willst du mich verarschen? Sinning? Ja, weißt du, wie ich mich fühle. Wolltest du bestimmt sagen. Geil, 1 Minute 30. Ich würde sagen, läuft, ne? Komm, wir fahren mal Gissel mit. Ja, ich würde mal sagen, wir wechseln mal. So. Ich habe meinen G43 Soldaten genommen, den der irgendwann mal in der Panzerbüchse oder... Ich habe meinen MG34 Soldaten genommen. MG34. Hast du auch eine fürs MG42 oder hast du dich da... Ich habe wieder schon MG42. 1200 Schuss, ja. Baby. Gissel, das ist eine Wand. Nein. In Fachkreisen bekannt auch als Steinwand. Mauer. Oder Schießt Mauer. Da mal auf, ja, okay, mach ich. Worauf da? Drauf. Auf den Gegner. Daneben stehen. Ja, verfeindet im Apis hier. Ich sterbe. Wo willst du denn hin? Ich weiß nicht, worauf ich schießen soll. Ich sterbe. Ich bin tot. Wir steigen hier aus. Willst du mich verarschen? Ich sterbe. Du übernimmst für mich. Heldenhaft. Ist der tot? Wo ist der? Okay. Ich bin tot. Ich bin tot. Der zweite ist Hobbs. Ich bin Hobbs. Ich bin tot. Okay, das wollen wir in dem Halbkern. Was können wir denn noch spielen aus der G43? Wenn die jetzt wieder gegen drücken. Alter, Fallschirmjäger, nerv. Ich mach mal Medic. Ich mach mal Medic für euch. Only for you. My fellow friends. For you.
For only you. My fellow. Außerdem kann ich da Befehle geben, bevor ich wieder Ärger kriege. Ich glaube, ich muss den einen Kerl leveln, wenn nicht Aufnahme ist. Und wenn ihr nicht da seid. Ansonsten bekomme ich ja Ärger. Warum gibt er keine Befehle? Warum ist er dämlich? Warum schießt er nicht? Solche Sachen. Ja, du bist dämlich. Zu Recht. Warum sind meine Pringles lapprig, ne? Da bin ich dann auch für schuld. Popcorn. 34, 21. Schmidt. Der hat richtig weggepoppt. Apropos Popcorn. Der lebt immer. Ja, noch. Das ist das. Alter, dieser Drecksound. Das ist, hat der Zaun gerade bei dir auch alle Kugeln aufgefangen? Ja, ich habe nicht einmal getroffen, obwohl ich ein halbes Magazin hatte. Der Typ hat auch zweimal auf mich geschossen, hat nichts getroffen. Das war das armseligste Sniper-Battle seit langem. Kennt man ja. Das Einzige, was noch besser Kugeln auffällt als eine Kevlar-Weste, ist ein Maschendrahtzaun. Der Maschendrahtzaun. Da kommt ein NPC. Wo ist da? Wo die Parkierungen sind. Und wir haben einen Typen im Punkt. Da. Die 34. Da. Ich bin halb tot. Da. Alles neu. Da. Nicht sterben. Nein, nicht sterben. Es ist unfair. Ich bin tot. Da. Ich habe mir natürlich in dem Haus positioniert, wo natürlich die ganzen Amis reinkommen. Ist logisch. Ist eigentlich unser NPC noch da? Da. Da. Ja. Es ist noch da. Da. Es ist noch da. Ja, es ist noch da. Du hast einen Sleep, ne? Die Bude wird gestoppt! Mit einem MG! Bitte. Du bist tot! Ja, dumm gelaufen. Nein, die Mit Schmitty. Schmidt! Wo ist der denn? In dem Gebäude rechts? Ich. Im hinteren Gebäude. Ach, in dem hinteren Gebäude. Ja, das ist natürlich dann belastend, wenn ich dann in das Falsche reinlaufe. Und wenn er schon tot ist. Darf ich? Ja, er ist tot. Gute Nachricht für alle Schmidt-Hasser. Schmidt ist tot. Der Anti-Schmidt. Es gibt hier einmal die Sinning Ultras und die Schmidt-Hasser. Bestimmt gibt es auch die Schmidt-Hass. Den Schmidt-Hass-Club. Weißt du was? Ich glaube, ich füge vielleicht auf dem Discord noch die Sinning Ultra-Kategorie ein. Ja, Schmidt. Schön mal durch den Kopf gejagt, die Kugel. Hat er sich durch den Kopf gehen lassen, ne? Du hattest einfach die besseren Argumente. Genauso wie er hier. Das tut mir ein bisschen leid. Ich werd wahnsinnig, das liegt immer noch nicht. Das ist doch Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Ölle? Medic. Eiskalt wie ein Stracciatella-Eis. Das ist da Wahnsinn. Hässlich, Stracciatella. Ich keine Ahnung, ich hab vorhin Amaretto. Also, was sind denn eure Lieblingssorten? Frag ich mal so. Kokos. Hm? Hast du ja gerade Kokos gesagt? Kokosnuss-Eis. Behindert? Ja, ich dachte, du bist behindert, wenn du Kokosnuss-Eis nicht magst. Ja, Kokosnuss-Eis, ja, ich mach das manchmal selber, so geht's. Aber ich würde es jetzt nicht kaufen, das ist jetzt nicht so das Eis, was ich mir holen würde. Ja, Kokos ist am geilsten. Nee. Aber Rena Kirsch auch. Und Banane, das ist meins, du. Du bist eine Banane. Ich hab eine Banane. Deine Bananen schimmeln. Meine Banane ist krumm. Aber schimmel nicht. Du musst sie nur oft genug rubbeln, dann schimmeln die nicht. Das ist ein Tipp für euch alle. Wenn ihr Bananen in der Küche habt, einfach dran rubbeln, dann schimmeln die nicht. Dann werden die nicht braun, aber sondern rot. Natürlich nicht die im Badezimmer. Ja, im Badezimmer, da würde ich sie in Ruhe lassen. Nein, ich werde beschossen. Bin tot. Nee, der ist tot. Ich bin tot. Was denn nur? Ich hab mich umentschieden. Wer kein Kokosnuss-Eis mag, muss sterben. Was mag denn Gissel für Eis? Kokos!
Ich wusste, Sinning ist der Ritter der Kokosnuss-Eis. Muss. Ja, Gissel, welches Eis magst du noch? Komm. Vanille. Wow. Banane, ja, das ist auch Standard. Wow, das ist so langweilig wie deine Mutter. Badum-psch. Ja, was ist das Klassik? Da-dam, dam, da-dam, dam. Da-dam, 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 dam. Da-da-dam, ich lass ihn heilen. Sei zu hören! Ich will ihn heilen. Pamuk, ich hab dich heilen können. Obwohl du echt doof bist. Da bist so blöd. Da bist so blöd. Ach klar, klar, der Kollege vor mir überlebt, aber der Medic, der schützend hinterherläuft, der kriegt's ab. So, ja. Eigentlich müsste jetzt ja wieder Zeit für... Para sein? Para. Ja, es ist wieder Zeit. Für Paranoia? Mhm. Guck, ich bin so abgehoben, ich bin über dir. Ich heb ab. Nichts hält mich am Boden. Doch, meine Drogen haben mich belogen. Ich werde gar nicht heil. Ja, Hilfe! Oh, bin tot. Ich bin runtergesprungen, hab direkt eine Herde gefressen. Ich wollte überfahren. Das ist noch bitterer als das, was ich eben gerade erleiden musste. Dafür kann ich jetzt auch als Paratrooper runter. Ja, ey, komm mal runter, Junge. Komm mal runter. Nee, geht noch nicht. Ich wurde gerade vor die Tür zugemacht. Ach, da hinten. Ja, kannst gleich wieder, kannst gleich. Fuck! Yeah. Wisst ihr, ich bräuchte erstmal direkt einen Medic. Den Nein! Ich hab Schmiedi gedippt und wurde bestraft! Aber man muss Schmiedi dippen, es geht nicht anders. Es kommt Gissel auch als Paratrooper. Bist du eben gerade gestorben? Gissel, nicht vergessen. Ja. Enter vom Boden noch drücken, ne? Für den Fall schon. Ja, das meinst du. Nee, Enter. Sinning, es war doch Enter, oder? Eindeutig das, Enter. Und hast du Enter gedrückt? Nein. Warum? Guck, jetzt bist du tot. Aber ich hab noch einen getötet. Wir halten oben das Dach. Ich komme dazu. Ich musste zwar 20 Sekunden warten, aber ich komme dazu. Da muss nur eine Granate reinfliegen, bist du tot. Da sind wir beide dran. Komm. Wenn du nichts kannst, kannst du snipen. Da steht ein APC quer. Ich bin tot. Erstmal bin ich falsch abgesprungen, bin dann in einem anderen Häuschen gelandet, wollte dann das APC noch wegschießen, ich wurde aber bestraft. Für dieses Vorhaben. Zum einen ist keine Dinges gefallen, keine Panzerfaust nochmal in das kleine Nest. Durfte nicht. Und zum anderen kam da einer mit einem One-Shot 1903 hoch. Es hat mich so oder so gewone-shot, ich war Lowlife. Generell immer, wenn es hier in Matches zum Snipen kommt, zum Sniperkrieg. Einfach nur ätzend. Da sehe ich mich. Bist du der Letzte, der da oben drin ist? Der Hölle. Nee, hier ist noch Colonel Johnson. Ach so, ist der nicht auch so? Der ist eigentlich auch in unserem Top. So, es reicht, es wird zurückgecountersniped. Ihr habt jetzt verschissen. Okay, es wird nicht so gecountersniped, es dauert 2 Minuten. Was? 2 Minuten 30? Das ist total wenig. Eine Minute. Ja, weil das sind halt Special Classes. Und die hast du ja nicht standardmäßig ausgerüstet. Aber deswegen hat man ja. Also wir sind ja als Infanterietrupp. Ist schon vernünftig. Deswegen hat man ja einen Infanteriesniper. Der das Ganze auch noch so kann. Und dauert das denn bei den 11 Ketten jetzt auch noch hier eine halbe Minute? 3 Sekunden. Mit einem normalen Infanteristen? Oh, shit. Ja. Zu hohe Bewaffnung. Was hast du? Das hatte ich noch nie. Obwohl du so oft stirbst,
Was hast du denn standardmäßig dabei als Bewaffnung? Sturmgewehr und? Medikit und Handgranaten. Ja, das Sturmgewehr macht halt den größten Teil. Gott, haben wir beschissene Sniper, weißt du? Hier wird die ganze Zeit von den Amis gesniped und sobald ich einmal durch die Gegend laufe, werde ich weggeballert. Was können eigentlich unsere Sniper? Unsere. Sag mal, wo bleibst du eigentlich? Ich laufe jetzt zu Fuß. Warum springst du nicht ab? Weil dauert eine Minute. Aber ich habe dir Gissel geschickt. Der stirbt in 3, 2, ah, nicht ganz. Schmidt kommt unten rein. Und dann noch ein anderer unten. Du bist im Dach, nehme ich an. Ja, immer noch. Mookie Stream! Ist es nicht das Eis von Aldi? Was so heißt? Keine Ahnung, warum redest du dann von Eis? Ich hab Bock auf Kokosnuss-Eis jetzt. Ach, du gehst mir auf die Kokosnüsse, Alter. Nein! Ja, wenn nix kannst, schmeißt du Granate. Die Kokosnuss. Nein, Alter! Ich krieg die Krise manchmal. Absprung! Huh! Ab wieder ans Dach. Woohoo! Moin, ihr Fatzen, ihr könnt nix. Da oben ist einer. Geradeaus, schieß du Spasti. Also diese Posi ist echt scheiße. Man kann da zwar drinnen bleiben, aber man stirbt. Also man, in dieser Posi stirbt man halt nicht. Das Problem ist nur, man kriegt halt auch nichts gebacken, weil alle Kugeln, die man irgendwo losschießt, die bleiben halt stecken. Gott sei Dank, jemand hat Schmidt erledigt. Was zum allergrößten Fick in der Geschichte dieses Jahrtausends ist hier passiert? Ah, Halleluja. Das Ami-Paraplane ist in unser Paraplay reingeschalten. Kurz 3 Sekunden, nachdem ich reingespawnt bin. Fick dich! Unseres macht einen Weg nach oben. Das Ami-Paraplane denkt sich so, ach geil, Kamikaze haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Puff. So eine Art Vergeltung für die Japaner. Wir sind nicht die Japaner, wir waren die Deutschen! Wir waren sie nicht. Wir sind und wir waren! Also wir sind, egal, scheiß drauf. Ich bin tot. Ja. Gestorben durch. Oh. Es ist zu kompliziert, um es auf einen Grabstein draufzuschreiben, also schreiben wir jetzt diesen sinnlosen Satz drauf. Yay. Das war die Todesursache. Ficken. Oh. Hier ruht Arthur Short, denn er ist tot. Sehr, sehr bald. Oh Gott. So, ich bin jetzt weiter raus. Ich auch. Was gibt's denn draußen? Pilze? Moment, das musst du jetzt definieren. Gehst du aus dem Discord raus, aus dem Zimmer raus oder aus dem Haus raus? Kann ich dich auch muten? Oder aus dem... ja, aber ich kann mich selber wieder entmuten. Gisse? Sinning? Ja. Ich sag dazu nichts. Switch is flying on her? Eine gute Tat wenigstens haben wir heute noch rausgehauen, dass Sinning mal lacht. Also, den meisten Lachflash hatte ich echt vor den Stream, ey. Das ging gar nicht mehr klar. Da sind aber tatsächlich, davon sind nur irgendwie 7 Minuten drauf. Die anderen 3 Minuten, die noch dabei waren, die haben halt nicht gecaptured. Die sind halt in den Wirren des Internets verloren. Apropos, den Stream müsste ich gerade mal online stellen, weil ich glaube, der ist jetzt fertig gerendert. Oh Gott. Oh, da war ich kaputt gewesen am Anfang. Nun ja, ich verschwinde jetzt. Nun ja, für den, okay. Ciao. Ciao. Ich bin jetzt auch raus. Ich wünsche dir was und ich wünsche der Aufnahme auch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, HNG. Vielleicht dann auch wieder mit Amelie. Mal gucken. Die hat ja ihren Spaß gehabt. Ja. Ja. So, wie gesagt, euch noch einen schönen Tag und tschüss.